Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Für das großartige 4X-Rundenstrategiespiel Imperium Squeak Wars wird heute ein neues DLC erscheinen. Rom gegen Karthago heißt das Ganze. Und dies möchte ich euch in diesem Video ausführlicher vorstellen. Das DLC kostet auf Steam 17 Euro, genauso wie das Vorgänger-DLC Age of Alexander. Ob es bei meinem Keyshop-Partner Games Planet auch erhältlich sein wird, weiß ich zum Zeitpunkt der Aufnahme leider noch nicht. Wenn ja, packe ich euch den Link in die Videobeschreibung und in den ersten Kommentar und dann könnt ihr dort so rund 10% in der Regel sparen. Erhaltet auch einen Steam-Key, den ihr dann aktivieren könnt. Und wenn ihr den Link nutzt für euren Einkauf, dann unterstützt ihr mich, diesen Kanal und diese Art Videos. Warum finde ich Imperium Squeak Wars so großartig? Die Grafik ist sehr unscheinbar, man kann sie auch als veraltet bezeichnen, aber dahinter steckt ein ganz tolles 4X-Spiel mit sehr interessanten, innovativen, ausgefeilten Mechaniken, vor allem einer sehr, sehr guten KI. Das Ganze kann sehr herausfordernd sein und es ist historisch in der Ausgangslage sehr gut recherchiert. Die Spielmechaniken funktionieren so, dass sie am Ende relativ einfach zu verstehen und zu bedienen sind, aber eine große Komplexität dann doch sich ergibt im Laufe des Spiels. Wer das einmal gespielt hat, weiß das und kommt kaum noch davon los. Ich weiß, wovon ich rede. Auf dem Kanal gibt es schon ein Let's Play mit diesem Spiel und auch der Vorgänger hat von mir ein Let's Play bekommen. Der Vorgänger hieß Aggressors Ancient Rome und dieses DLC, das hat ziemlich viel mit diesem Vorgänger zu tun. Ich glaube, einige werden sich darüber sehr freuen. Soweit zur Vorrede. Jetzt schauen wir uns das mal ganz konkret an und starten hier ein neues Spiel. Ihr seht hier die anderen Settings, Startkarten, die teilweise durch die letzten DLCs dazugekommen sind, zuerst Age of Alexander, aber wir wollen uns Rom gegen Karthago anschauen. Und ich kann es ja jetzt schon mal direkt vorwegnehmen. Also mit diesem DLC kommt die gesamte klassische Mittelmeerwelt ins Spiel, also inklusive Schwarzes Meer, inklusive Gallien, Germanien und Nordafrika. Und das ist im Prinzip genau das Setting, was wir aus dem Vorgängerspiel kennen und bei dem ich weiß, dass es viele vermissen, weil sie natürlich die tollen neuen Mechaniken dieses Spiels haben wollen, aber gleichzeitig gern in diesem klassischen Rom, Karthago und so weiter Setting spielen wollen. Und das ist jetzt möglich. Das heißt, alles, was ihr von Imperium Squeak Wars kennt und im Übrigen auch alles, was ihr aus dem DLC Age of Alexander kennt, ist jetzt hier möglich mit dem großen klassischen Setting. So. Natürlich ist das Grundspiel gleich geblieben. Die Mechaniken, die ihr kennt, werdet ihr auch wiederfinden, dementsprechend auch die Fraktionsauswahl. Ich scroll hier mal durch, damit ihr seht, wen ihr alles spielen könnt. Also das geht los natürlich von Karthago, dem Ptolemäern, den Seleukiden. Das sind die einfachen Fraktionen, die schon groß sind, bis zu den sehr schweren Fraktionen, den Kelten, den Galaikern, den iberischen Stämmen und so weiter. Ganz in der Mitte finden wir die Römer, so kann man sagen, in einer herausfordernden Ausgangssituation. Das Spiel startet 300 vor Christus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also die Samniten sind noch nicht besiegt, die Etrusker auch nicht. Das ist so ein bisschen der klassische Start, wo Rom noch klein ist und alles noch hätte anders laufen können. Ja, ich gehe trotzdem mal mit Rom rein, weil wir eine schöne Mittellage haben und ich euch ein bisschen was zeigen kann. Das hier kennt ihr, das ist die Einstellung der Spieloption. Hier kann man einige komplexe Dinge ausschalten, aber liebe Leute, warum sollte man es tun? Ihr wollt das haben, außer vielleicht so zufälliger Forschungsbaum oder so. Das meiste ist aber wirklich toll. Nachschubmanagement, wie ich finde, sehr, sehr cool. Armeemoral, tolle Sache. So, aber was neu ist, darauf weise ich euch jetzt schon mal hin, sind obligatorische Ziele. Und die kann man tatsächlich an- und ausschalten. Was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Warum kann ich jetzt nicht starten? Wartet mal. Ach so, weil ich kein Volk ausgewählt habe. Das war natürlich sehr clever von mir. Ich muss hier noch ein Häkchen machen. Okay, alles klar. So, dann lasse ich das so und wir beginnen und schauen mal rein. So, es gibt für die meisten Fraktionen auch so eine kleine Übersicht über die politische Lage. Das überspringen wir jetzt mal. Das ist auch nochmal schriftlich ausführlich formuliert. Die Herausforderungen, die euch erwarten, da werdet ihr dann hier eingeführt. Okay, also, das sieht so aus, wie ihr das kennt. Grafisch, ich zoome mal komplett raus, damit ihr seht, wieso die Dimension der Karte ist, welche
Städte schon dabei sind. Natürlich kann man auch welche neu gründen. Ihr seht, ganz gut gemacht, der Fog of War, also das ist, nee, das ist ja nicht Fog of War. Also ihr seht, das ist Fog of War, aber Rom hat auch noch nicht die Kenntnis über andere Gebiete. Ich gehe davon aus, dass die Karte bis hier oben geht und man also tatsächlich auch hier hin kann oder dort ja, Kriege führen kann oder expandieren kann, aber das ist Rom noch nicht bekannt. Deswegen sehen wir dort dunkle Wolken. Gut, aber ihr habt eine Ahnung so von der Dimension des Ganzen. Das als erstes. Natürlich haben alle Fraktionen ein paar spezifische Elemente. Sie haben bestimmte Einheiten, Eigenschaften, die so typisch sind. Die Karthager haben zum Beispiel, ihre Schiffe sind etwas stärker, haben da spezifische Eigenschaften und, und. Und natürlich gibt es spezielle Elemente für die einzelnen Fraktionen, wie spezielle Missionen und Ziele und Entscheidungen, die besonders dazu passen. Okay, ich möchte euch aber jetzt natürlich vor allem die neuen Dinge vorstellen. Und da ist vielleicht wichtig, einmal die Grundphilosophie zu verstehen des Entwicklers. Nämlich, er hat gesagt, er möchte jetzt nicht, weil das Spiel schon so relativ komplex ist, nochmal ganz neue Mechaniken einführen, sondern er will schon vorhandene ausbauen. Und das ist tatsächlich der Fall. Dazu kommen wir gleich. Aber eine tolle Sache kann ich euch schon mal sagen. Es gab ja schon mit dem letzten DLC, mit dem Alexander-DLC, neue Features, zum Beispiel so Provinzstädte, so Provinzhauptstädte, die eine Rolle gespielt haben. Die meisten Features aus dem Alexander-DLC sind hier schon integriert, ohne dass ihr das Alexander-DLC haben müsst. Also ihr bekommt die neuen Spielmechaniken aus dem anderen DLC mit dazu. Natürlich nicht die Karte, klar, das war einfach eine andere Kampagne, aber das gibt es jetzt mit dazu. Das ist schon ein sehr faires DLC-Modell. Und im Übrigen bekommen die Besitzer des Alexander-DLCs, wenn ich es richtig verstanden habe, auch die neuen Spielmechaniken von diesem DLC mit dazu, wenn sie es kaufen natürlich. Okay, jetzt zu den Punkten, die ich euch hier näher erklären will. Als erstes, es gibt jetzt ein Konzept, das nennt sich migrierende Stämme. So, und das muss ich ein bisschen erläutern, denn ihr kennt das vielleicht schon auch aus dem Standard-Setting, dass es neutrale Städte gibt. Die gibt es jetzt hier auch. Hier haben wir zum Beispiel eine Stadt der Helvetier und so weiter. Und diese Städte waren schon in der Vergangenheit schon sehr interessant, weil sie sich selbst auch weiterentwickelt haben. Also sie haben in ihren Städten Gebäude gebaut, sie haben Truppen gebaut und haben angefangen, auch so ein bisschen ihre Umgebung zu kontrollieren. Das war schon sehr, sehr, wirkte sehr, sehr authentisch. Das machen die jetzt natürlich auch, aber jetzt gibt es noch einen zusätzlichen Aspekt. Und zwar, diese Städte, also wir haben hier eben nördlich von Rom vor allem die Helvetier. Was haben wir hier? In Spina haben wir auch die Helvetier. Hier sind es jetzt schon die Pannonier. Die fühlen sich insgesamt, also zum Beispiel alle helvetischen Städte, fühlen sich als eine Art Gemeinschaft. Und sie können mit der Zeit eine Art Migrationsdynamik entwickeln und ein gemeinsames Migrationsziel haben. Das haben wir klassisch, kennen wir aus Caesars Krieg in Gallien, ausgelöst so ein bisschen durch den Zug der Helvetier in ein bestimmtes Gebiet. Und sowas kann hier mit allen neutralen Stämmen passieren, dass die ab einem bestimmten Punkt auf die Idee kommen zu migrieren, neues Land zu besiedeln. Ich spinne jetzt mal rum, also es könnte sein, dass die Helvetier jetzt hierhin wollen. Aus irgendwelchen Gründen. Das stört einen natürlich jetzt erstmal als römischer Spieler nicht, vielleicht im späteren Spielverlauf schon. Aber das entwickelt also jetzt eine Eigendynamik. Sie kämpfen dann dort auch um das Land und wenn es ihnen gelingt, dort die Übermacht zu gewinnen, dann bauen sie dort neue Städte, erobern sie vielleicht. Und das Optimum oder was tatsächlich dann daraus passieren kann, und das ist sehr, sehr cool, dass daraus dann eigene Königreiche entstehen, die dann plötzlich auch ja, vollwertige Fraktionen im Spiel werden, das heißt, mit denen man dann Diplomatie und Handel betreiben kann. Das ist ja normalerweise mit den neutralen Städten nicht möglich. Also da gibt es plötzlich eine große Dynamik, die dazu kommen kann. Das sind die migrierenden Stämme. Dann gibt es jetzt bei den Missionen eine Neuerung, die ich schon bei den Optionen
erwähnt habe. Und zwar kennt ihr das schon. Es gibt ja hier so ein tolles Missionssystem. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Das ist auch, ich sag mal, handgemacht. Für jede Fraktion gibt es passende, historisch motivierte Missionen. Und die haben auch, ja, die sind einfach nicht nur statisch da, sondern die passen sich auch an die jeweilige Situation an. Das heißt, viele Missionen sind auch jetzt noch nicht verfügbar, sondern triggern erst, wenn bestimmte Konditionen erreicht sind. Und da setzen die Entwickler jetzt noch einen drauf. Und zwar gibt es jetzt das Konzept der verpflichtenden Mission. Das kann man aber, wie gesagt, ausschalten. Aber es ist so, nach einer bestimmten Anzahl von Runden, es gibt erstmal so eine Art Start, da hat man erstmal Luft und muss das nicht tun. Aber so nach 15 Runden bittet das Spiel einen, eine Mission auszuwählen aus den vorhandenen, die man, bei der man sich verpflichtet, dass diese erfüllt werden muss. Und das muss man sich gut überlegen, ob das zu der jeweiligen, also was zu der jeweiligen Situation passt. Es ist nämlich auch so, das ist mit einem Zeitlimit verbunden. Das heißt, ein Rundenlimit. Keine Ahnung, 10, 20 Runden. Und wenn man das innerhalb des Rundenlimits schafft, dann bekommt man den normalen Bonus, den man sowieso bekommt, plus einen zusätzlichen Bonus, weil man es eben im Zeitlimit hingekriegt hat. Und wenn man es nicht schafft, wenn das Ganze scheitert, gibt es eben einen zusätzlichen, oder beziehungsweise dann gibt es einen Malus. Ich glaube, sonst gibt es ja keinen Malus, wenn man Missionen nicht erfüllt. Aber in diesem Fall gibt es einen Malus. Das bringt da nochmal zusätzliche Würze hinein. So, dann sind neu im Spiel, und das ist, glaube ich, jetzt tatsächlich ein komplett neues Feature, sind Überflutung. Ich glaube, es gab schon in der Basisvariante so Zufallsevents, die auch so Naturkatastrophen dargestellt haben. Aber insofern bleiben sie sich dann doch ihrer Philosophie treu. Das haben sie genommen und haben das jetzt ausgebaut, dass es interessanter ist und dynamischer wirkt. Und zwar ist es so, dass jetzt Überflutung tatsächlich Flüsse, konkrete Flüsse auf der Karte betrifft. Flusstäler. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Fluss überflutet sein kann, ob also hier der Tiber überflutet sein kann. Ich gehe davon aus, dass hier der Padus davon betroffen werden kann und viele große andere Flüsse, auch die Donau mit Sicherheit. Und das ist natürlich ein Zufallsevent. Das kann man nicht verhindern, das kann man auch nicht groß vorhersehen. Wenn das passiert, dann verändert sich aber tatsächlich die Karte. Das heißt, die Felder, auf denen der Fluss sich befindet, die sind betroffen von Überflutung und auch Nachbarfelder. Und wenn es zum Beispiel eine sehr flache Gegend ist, kann das auch ein großes Gebiet einnehmen. Berge allerdings nicht, logischerweise. Da kommt die Flut dann nicht hin. So, was passiert jetzt? Diese Flächen werden nach der Flut zu Sumpf, werden sumpfiges Gebiet. Und wenn dort Farmland existiert hat, dann wird es zerstört. Und natürlich, Sumpf hat eine Auswirkung auf die Bewegung der Einheiten. Das heißt, das kann zu großen Problemen führen, wenn man dort zum Beispiel gerade einen Kriegszug unternimmt. Das Weitere, was passieren kann, ist, dass Brücken, also wenn Straßen über Flüsse laufen, entstehen ja Brücken, die sind wichtig im Spiel, weil sonst kann man teilweise gar keine Flüsse überqueren mit Armeen. Diese Brücken können kaputt gehen durch Fluten und die müssen dann oder können repariert werden. Mit der Zeit geht dann dieses Sumpfland wieder zurück und es kommt wieder die ursprüngliche Vegetation zum Vorschein. Außer wenn es ursprünglich ein Sumpfland war. Zum Beispiel haben wir das hier. Der Spieler kann nämlich Sumpfland fruchtbar machen. Aber wenn dann eine Überflutung kommt, dann ist diese Veränderung weg und es bleibt dann Sumpfland. Ansonsten kehrt aber der ursprüngliche Zustand wieder zurück. Was jetzt strategisch dadurch wichtig wird, ist, dass man Nahrungsreserven anlegen sollte, dass man nicht zu knapp mit der Nahrung operieren muss, sollte. Also, dass man da ein bisschen was in der Hinterhand hat. Hier ist es ja so, ihr erinnert euch, dass immer die Hälfte der aktuellen Produktion oder Reserven geht ja flöten, weil es vergammelt. Also da sind dann neue Überlegungen fällig, wie viel Nahrung man haben möchte. Gut, soweit zu den Überflutungen. Jetzt ein weiteres ausgebautes Konzept, was ich euch natürlich jetzt auch nicht zeigen kann, sondern mehr oder minder euch erzählen kann. Das ist das Thema Epidemien. Auch das gab es schon im Basisspiel. Das waren aber auch Events, wo man einfach damit leben musste. Jetzt ist das deutlich komplexer und interessanter geworden. Und zwar, wenn es einen Ausbruch einer Epidemie gibt und die kann überall ausbrechen, irgendwo auf der Karte, dann hat diese zwei Faktoren, nämlich einmal, wie gefährlich sie ist, also die Todesrate, und zum Zweiten,
wie schnell sie sich ausbreitet, die Ansteckungsquote gewissermaßen. Und das kann unterschiedlich sein, also nicht jede Epidemie ist gleich. Ganz interessantes Konzept. Und jetzt ist es tatsächlich so, Epidemien breiten sich organisch aus, das heißt von Stadt zu Stadt. Und je besser die Anbindung zwischen den Städten, umso schneller auch die Ausbreitung. Das heißt, eine Ausbreitung von Rom nach Asculum ist vermutlich trotz des Gebirges schneller möglich aufgrund der Straße als von Rom übers Meer oder von Rom nach Arretium ins Gebirge hinein. Also das spielt eine Rolle. Zum Zweiten, und das wird jetzt richtig krass, kann das auch über Einheiten übertragen werden. Das heißt, auch Armeen können befallen werden. Es gibt ein paar Ausnahmen, so Anführer, Generäle und so nicht, aber Armeen und auch Siedler, die können quasi ja, eine Epidemie haben. Und wenn diese jetzt aufgrund der Bewegung zum Beispiel durch noch nicht betroffene Städte gehen, dann gibt es eine Chance, dass diese Städte dann, und eine hohe Chance, dass diese Städte sich mit anstecken. Das heißt, wenn man jetzt betroffene Einheiten hat, dann sollte man sie isolieren und nicht durch die eigenen Städte schicken. Vielleicht kann man es ja auch als biologische Waffe einsetzen und sie zum Feind, zu den Feindstädten schicken. Das wäre noch ein interessanter Aspekt. Also das wird auch berücksichtigt. Und der dritte Faktor sind Handelsrouten. Ich glaube, aktuell läuft hier noch keine, weil ich gerade das Spiel gestartet habe. Aber wenn man Handel betreibt mit anderen Fraktionen, dann gibt es natürlich Austausch, Schiffsverkehr oder ähnliches. Und auch das verstärkt die Verbreitung dort. Wenn jetzt Städte betroffen waren und sie das überstanden haben und genauso auch Einheiten, dann haben sie für eine gewisse Zeit Immunität und können nicht mehr befallen werden. Der Spieler kann aber auch was dagegen tun. Und zwar kann er in den Städten ein Abwassersystem bauen. Am Anfang ist das noch nicht möglich, das muss über Forschung freigeschaltet werden, soweit ich weiß. Und dann sind die Städte nicht 100% geschützt, aber zu einer deutlich besseren Wahrscheinlichkeit geschützt. Ja, und außerdem gibt es noch Entscheidungen, die man treffen kann. Also man kann Stadthygiene verbessern oder das Kriegsrecht ausrufen. Das hat unterschiedliche negative Auswirkungen dann auf die Produktion und natürlich die Zufriedenheit, aber führt auch dazu, dass die Epidemie nicht so stark sich ausbreitet. Ein nächster neuer Aspekt, auch den kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich das nicht einfach triggern kann, der so ein bisschen dieser Epidemie-Mechanik ähnelt, sind die sozialen Unruhen in den Städten oder im Reich. Wenn ihr das Grundspiel gespielt habt, dann wisst ihr vielleicht, das gab es auch schon vorher oder das gab es schon im Spiel als Feature, aber es war sehr abrupt. Das heißt, am Ende musste man aufpassen, wie war die Zufriedenheit in der Stadt und wenn die unter 100% war, dann kann es sein, dass es da Probleme gibt. Und das kam dann ganz plötzlich und man konnte relativ wenig tun. Und jetzt ist das alles ein bisschen dynamischer und man kann darauf reagieren. Und zwar, also nach wie vor ist es so, dass die Zufriedenheit der wichtigste Auslösungsfaktor ist. Also wenn die unter 100% ist, dann kann das passieren. Gegebenenfalls sollte man mit Garnison dagegen arbeiten. Auslöser so einer sozialen Unruhe ist immer erstmal nur eine einzige Stadt, und zwar die mit der geringsten Zufriedenheit. Das Ganze kann sich aber im Reich ausweiten. Aber da kann man als Spieler dagegen arbeiten. So, die Ausbreitung erfolgt so, naja, ein bisschen ähnlich wie den Epidemien. Das heißt, Distanz spielt eine Rolle, Zugang, Straßen durch Terrain und so weiter. Normalerweise wird diese soziale Unruhe von Stadt zu Stadt, mit der sie sich ausbreitet, etwas geringer. Außer sie erreicht eine Stadt, in der es dann eine auch extrem hohe Unzufriedenheit und schlechte Moral gibt. Dann kann das sogar nochmal forciert werden. Was kann passieren? Also es kann passieren, dass es zu Schäden in den Städten kommt, Bevölkerungsverluste entstehen, das sind so die wichtigsten Aspekte, bis hin, wenn das lange dauert und große Gebiete einnimmt, dass es zu einer Abspaltung dieses Gebietes kommt und das als eigenständiges Land weiter agiert. Bei diesen Unruhen sind regionale Zentren tatsächlich wichtiger. Also das ist ja ein neues Feature aus Age of Alexander und diese regionalen Zentren, die sollte man dementsprechend besonders schützen. Es gibt Sachen, die man dagegen tun kann, auch
das ist eine Sache, die man, glaube ich, in den Städten bauen kann, nämlich ein öffentlicher Dienst oder so. So heißt das, glaube ich. Und es gibt auch Entscheidungen, die man treffen kann, um das ein bisschen abzuschwächen. Da gucke ich mal, da habe ich ein paar gesehen. Und zwar, ihr seht hier, wie viele schöne Entscheidungen es gibt, auch mal schön. Stadtrat, genau. Stadtrat ist möglich, wenn es einen Aufstand ausbricht, aber nur dort, wo es nicht die Verbesserung des öffentlichen Dienstes gibt. Da kann man Gold und Einfluss ausgeben, um eine Verbesserung zu erreichen, allgemeines Glücksgefühl erhöhen. Allerdings wird dann die Stadtproduktion gestoppt, die Geburtenrate wird auf Null gesenkt. Und sowas Ähnliches müsste meines Erachtens hier mit Kriegsrecht, hier haben wir es auch möglich sein. Auch das ist zur Bekämpfung der sozialen Unruhen möglich und auch da wird die Produktion halbiert und morale Zufriedenheit wird dann allerdings nochmal reduziert. Das heißt, die Unruhe oder die Gründe für die Unruhe, die wird am Ende nochmal bestärkt. Also wahrscheinlich ist das kurzfristig gut, langfristig eher kritisch. Ja, soweit zu diesem Thema. Dann vielleicht zu guter Letzt noch zu einem letzten Aspekt, nämlich es gibt jetzt historische Events und offenbar sehr viele vielfältige. Und da haben sich die Entwickler bisher sehr zurückgehalten, diese genau zu erläutern. Also da soll niemand gespoilert werden. Also, was aber erwähnt wurde, ist, sollen die Sarmaten auftauchen im Schwarzmeergebiet. Es soll eine Germanenwanderung nach Pannonien und an die Donau geben. Es sollen Unruhen in Bithynien möglich sein. Es soll zum Beispiel Pyrrhus konkret auftauchen, wenn die Städte Tarant oder Syrakus in Bedrängnis geraten. Also entweder durch Rom oder durch Karthago. Also dann wird Pyrrhus dort auftauchen und mit einer Armee landen. Allerdings sind das jetzt keine statischen historischen Events, die immer passieren, sondern die sind halt mit Triggern, mit Konditionen verbunden, sodass das dynamisch sich ins Spielgeschehen einpasst. Über die Entscheidung, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ist es auch wieder möglich, große Bauprojekte zu machen. Den Koloss, den kennen wir schon, auch den wird es wieder geben. Neu hinzugekommen ist der große Leuchtturm. Das kann man aber erst bauen, wenn man wirklich ein großes, mächtiges Reich hat. Und der bringt, dass der Handelsverlust durch Handelsrouten um die Hälfte sinkt. Das heißt, das stärkt vor allem den Außenhandel. Und es gibt auch noch sowas wie, ich glaube, hier finde ich das gar nicht. Es müsste bei einer Mission sein oder bei irgendwelchen Quests. Es ist möglich, Alexanders Mausoleum zu stehlen. Traditionell ja hier unten bei den Ptolemäern in Alexandria. Historisch hat es ja Ptolemäus der Erste, hat ja den Leichnam von Alexander mitgenommen oder gestohlen und hat ihn nach Alexandria gebracht, um seine Legitimität gewissermaßen als Nachfolger dort zur Schau zu stellen. Und das ist möglich, dass man das ihn wieder wegnimmt und selber ein Mausoleum dort baut mit den Überresten und dadurch Legitimität, Einfluss vermutlich vor allem erhält. Viele, viele Kleinigkeiten sind noch dabei, aber das ist es im Großen und Ganzen, was ihr mit diesem DLC bekommt. Am Ende im Prinzip eine komplett neue Kampagne in dieser klassischen Mittelmeerwelt mit den neuen schönen Features von Imperium's Greek Wars. Viel Spaß damit, macht's gut, euer Steinwald.